Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Allein in der Wüste. Heute mit dem Thema Einsamkeit. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Aziz Jamal. Ich bin vor 12 Monaten nach Dubai ausgewandert und habe den Schritt gemacht in ein neues Leben nach der Trennung, was ganz, ganz schwierig für mich war. Ich war nämlich am Boden. Ich war wahrscheinlich genau da, wo du jetzt gerade bist. Und ich wusste mit meinem Leben gar nichts anzufangen. Ich hatte keinen Plan. Aber ich habe, wie gesagt, den Schritt gewagt, mit 200 Euro nach Dubai zu kommen. Und 12 Monate später hat sich mein Leben komplett hier verändert und ich möchte dir einige Sachen auf den Weg geben hier auf meinem YouTube-Channel, die mir gut geholfen haben, einige Tipps, einige Menschen, die ich auf dem Weg hier kennengelernt habe, die mir so viele Weisheiten mitgegeben haben, die auf jeden Fall für dein Leben eine große Bereicherung sind. Also heute mit dem Thema Einsamkeit, wie du die Einsamkeit besser überwinden kannst. Ich möchte dich dazu mal mitnehmen auf eine Story, die ich damals von einem jungen Mann, der mir aufgefallen ist, als ich in Tunesien war, in Nordafrika. Und ich habe diesen jungen Mann dort kennengelernt, der hat auf der Straße gelebt. Seine Familie kam 500 Kilometer entfernt aus der Sahara, aus Tatawin. Und es war ein Straßenjunge, der quasi am Strand geschlafen hat, alleine und dann quasi im Sommer am Strand ausgeholfen hat, die Schirme da aufzubauen. 15 Jahre alt und ich war fasziniert von dem Jungen, weil ich habe ihn damals gefragt, so, wie lange ist es her, dass du mit deiner Familie gequatscht hast? Wie lange ist es her, dass du mit deinen Liebsten, mit deinen Ängsten gesprochen hast? Und er hat doch kein Handy gehabt, deswegen war es umso schwieriger. Und er sagte zu mir, schon 6, 7 Monate habe ich von meiner Familie nichts gehört. Und dann habe ich ihn daraufhin gefragt, vermisst du deine Familie nicht? Fühlst du dich nicht einsam? Und er sagte mir, nein, ich fühle mich nicht einsam, weil ich habe immer noch mich selbst. Und ich fange an, selbst mit mir, ich führe Selbstgespräche und ich habe immer noch Gott und mich selbst. Und das hat mich damals so fasziniert, weil ich mir dachte so, wow, dass er gesagt hat mit 15 Jahren, dass er sich nicht einsam fühlt, weil er sich selbst hat. Und es war erst gar nicht zu glauben für mich, aber es hat dann irgendwann später auch Sinn ergeben, wo ich auch verstanden habe, dass am Ende des Tages, auch wenn du jetzt gerade niemanden hast, auch wenn da niemand ist, auf den du dich jetzt gerade verlassen kannst. Und die Trennung ist vorbei und du fühlst dich einsam. Du hast immer noch dich selbst. Und das Problem ist, warum du dich einsam jetzt gerade fühlst oder warum ich mich auch damals einsam gefühlt habe, war halt einfach, weil ich mich selbst nicht geliebt habe. Es klingt hart, aber ich habe mich selbst komplett verloren. Und das Allerbeste, was du tun kannst, um genau das wieder in Gang zu bekommen, ist auf jeden Fall, dass du anfängst, dich selbst zu lieben. Fang an, mit dir selbst zu sprechen, weil ich kenne auch das eine Quote von Les Brown, wo er gesagt hat, das einzig Gute, was du manchmal im Leben hörst, ist nur das, was du dir selber einredest, jeden Tag. Das heißt, die positiven Sachen, die kommen von dir. Das heißt, fang an, mit dir selbst Gespräche zu führen. Rede dir Sachen ein. Es ist wichtig, diese Positive Affirmations, ganz, ganz wichtig, dir jeden Tag positive Sachen einzureden. Jeden Tag. Dass du dich wieder selbst anfängst zu lieben. Weil dann wirst du auch gerne mit dir alleine Zeit verbringen. Und das war irgendwann auch wirklich so, dass ich angefangen habe, mit mir selbst Gespräche zu führen. Und nach einer Zeit, hat das auf jeden Fall gut geholfen. Es hat sehr gut geholfen. Wo ich dann einfach gemerkt habe, dass ich mich selbst auf jeden Fall wiedergefunden habe, dass ich mich selbst wieder am Finden bin. Es hat natürlich eine Zeit lang gedauert, aber es hat mir gut geholfen. Ja? Positive Affirmations, mir Sachen eingesagt, die ich noch nie gehört habe. Ich habe mir gesagt, egal, als ich obdachlos war, als ich nichts hatte und als ich auf der Straße war und Beziehungsschluss und ich habe mich total einsam gefühlt, ich habe mir Sachen eingeredet. Ich habe mir gesagt, egal wie hart es noch wird und egal was ich noch durchmachen muss, ich stehe das durch. Ich stehe das durch und ich schaffe das. Egal was es ist, ich schaffe das, ich komme da durch und ich packe das. Auch wenn ich hier hinkomme nach Dubai mit 200 Euro, ich schaffe das und ich komme da durch. Du musst dir diese Sachen einreden und egal wie kaputt du jetzt gerade bist und egal wie schwierig es jetzt gerade ist, rede dir diese Sachen ein. Jeden Morgen, bevor du aufstehst, I love myself. Ich liebe mich. Und wenn du schlafen gehst, I love myself. Ich liebe dich. Und auch wenn du das jetzt gerade noch nicht glaubst, im Unterbewusstsein kreierst du etwas, du setzt einen Anker und das ist wichtig. Und irgendwann fängst du das auch an zu glauben. Das Problem, warum du dich jetzt gerade einsam fühlst, ist einfach nur, weil du dich selbst verloren hast. Weil du denkst, dass das Leben nur weitergehen kann mit der einen Person. Nein, das Leben geht auch ohne diese Person weiter. Glaub es mir. Nicht jeder will das Beste für dich und nicht jeder ist der beste Fit für dich und dein Leben. Und das musst du verstehen. Wenn du dich einsam fühlst,
spricht nichts dagegen, dass du rausgehst und dich mit anderen Leuten triffst. Spricht nichts dagegen. Mach das. Do that. Verliere dich aber nicht selbst. Mach das nicht, um komplett dich abzulenken. Weil Ablenkung bringt dir gar nichts. Du musst dich selbst wieder lieben. Du musst klarkommen und dass du sagst, ja, ich habe kein Problem damit, die nächsten 2-3 Tage alleine zu bleiben. Warum? Weil ich mich selbst liebe. Weil ich es mag, mit mir Zeit zu verbringen. Und der Junge damals in Tunesien hat mir das irgendwo auch verklickert. Dass es okay ist, alleine zu sein. Dass es auch sogar gut ist, alleine zu sein. Dass du wirklich viele Moves planen kannst, wenn du alleine bist. Und auch viele schwierige Momente alleine durchstehen kannst. Auch wenn du jetzt gerade niemanden hast und auch wenn die Straße nicht so hell erleuchtet ist, ne, kommst du da definitiv auch alleine durch. Einsamkeit ist nicht für immer. Und die Straße bleibt nicht immer dunkel. Bei mir war das eine Zeit lang so, dass ich teilweise wirklich dachte, dass die Straße nicht mehr hell erleuchtet wird. Aber nach Suffering, irgendwann ist die Straße wieder am Leuchten gewesen. Fang an, dich selbst zu lieben. Egal wie schwierig es ist, egal was du getan hast, egal wie hart es momentan ist, egal was vorgefallen ist, fang an, dich selbst zu lieben. Love yourself. Weil wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du keinen anderen Menschen lieben. Kannst du keinen anderen Menschen richtig lieben. Geht es nicht. Du musst den Respekt wieder vor dir selbst haben. Und du musst den Respekt so vor dir selbst haben, dass du sagst, Mann, das war nicht das Beste für mich. Und das ist nicht das Beste für mich. Egal was vorgeht, das ist nicht das Beste für mich. Und es ist gut, dass die Beziehung vorbei ist. Und ich liebe mich selbst. Und ich respektiere mich deswegen auch. Das ist das Wichtigste. Und das war es auch schon für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und noch eins. I'll see you at the top. Bleib stark. Ciao.